das denn für eine Wespe? Die hat sich eine Raupe gefangen. Habe ich so einen Flug hier landen sehen. Krass. Guten Tag zusammen. Diese Woche schaffe ich leider gar nicht viel. Es gibt noch genug andere Sachen zu tun. Aber alles wächst hier auch ganz ohne mein Zutun, außer im Gewächshaus und unter der Terrasse muss ich hier und da mal ein bisschen gießen. Aber insgesamt wächst alles von allein. Natürlich auch das Unkraut. Hier wird es richtig schlimm. Das ist fast wieder Anfangsstadium, als ich die Parzelle übernommen habe. Aber schön, wie das hier alles blüht, ne? Also hier blüht jetzt auch schon irgendwas. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, im Gewächshaus explodiert es förmlich. Kann man schon sehen. Da, ups, schon große Gurken dran. Die müsste ich jetzt auch bald mal abnehmen. Die sollen ja gar nicht zu groß werden. Das sind ja diese Snackgurken oder eher gesagt Einlegegurken, Vorgebirgstraube. Wenn man da mal so guckt, da, das sieht mir auch nach ersten Melonen aus. Ja. Insgesamt sieht das alles sehr gut aus, finde ich. Tomaten lassen die Köpfe hängen, muss ich dringend gießen. Ja, die Feuerbohnen ranken, soweit sie können. Das machen sie prima. Die hat ja erst das Stromkabel eingenommen und geht jetzt hier um den ganzen Balken. Ja, die Feuerlilien, die ersten sind schon verblüht. Blumenwiese sieht gut aus, aber es ist jetzt auch alles nichts großartig Neues. Hier und da snacke ich mir eine Erbse oder eine Himbeere und auch die erste Zucchini habe ich mir schon geholt und ja, Hackfleisch und diverse Gemüsesachen eingelegt da drin. Feta-Käse war im Backofen und total lecker. Und ja, jetzt habe ich gedacht, gönne ich meinen Pflanzen mal wieder eine Brennnesseljauche. Also die ist schon vorbereitet, muss ich nur dringend mal jetzt gießen. Dafür muss ich mich aber erstmal durch Brennnesseln kämpfen. So, der Weg zur Jauche ist frei. Hier habe ich es jetzt erstmal stehen gelassen. Das Zeug, was mir den Weg versperrt hat, dient jetzt gleich der nächsten Jauche, wenn die aufgebraucht ist. Und so war nichts umsonst. So, jetzt gibt's lecker, lecker. Das war jetzt nur ein kurzes Status-Update. Bisschen gegossen mit Brennnesseljauche. Ansonsten passiert hier gerade nicht viel, weil ich eben wenig Zeit habe. Aber das Gute ist, so zum Ende des Monats werde ich wieder viel Zeit haben. Da habe ich Urlaub 3 Wochen und da ist auch viel geplant, dass es hier weitergeht. Und dann wisst ihr Bescheid, wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so viel kommen. Wie gesagt, ein kurzes Video werde ich immer mal machen, aber ist jetzt gerade einfach nicht das meiste. Und entweder es regnet oder es ist einfach so heiß, dass man gar nichts machen kann. Hatten wir jetzt die Tage ja auch mal und ja, ich will ja hier nicht irgendwie Beschäftigungstherapie machen, sondern wenn ich was Schönes zu berichten oder zu zeigen habe, dann mache ich das. Und ansonsten gibt es nur mal ein kurzes Update, wie es gerade aussieht. Ich finde die Blumenwiese echt schön. Ist halt nicht so eine knallbunte Blumenwiese, aber es summt wie verrückt, alles voll mit Bienen. Und darauf kommt es an. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche.